Servus Leute, wir sind wieder zurück bei Transocean, der Shipping Company. Ja, wir haben letztens festgestellt, dass wir ja ziemlich viele Häfen nicht ansteuern können. Deswegen hätte ich jetzt vorgehabt, wir kaufen uns noch einmal die größte Feeder. Das war mit 5840, 1400. Das ist schon eine Panamax. Da hätten wir eine, 22 Millionen. Ja, die werden wir kaufen. So, wir kaufen die und kaufen, das ist jetzt ein Proxima Centauri. Ich glaube mit I geschrieben. Schiff taufen und dann werden wir uns noch eine Panamax kaufen, zusätzlich noch. Eine ganz normale. Eine Panamax, die größte natürlich. Kurz bevor die New Panamax, die Post Panamax kommt. 58 Millionen 400. Wo ist uns lieber? Also, wir können die auch nehmen. Halifax. Wieso kostet die mehr? Und die ist schlechter. Ja, nehmen wir die da. So, die kaufen wir auch. Die nennt sich jetzt Alpha Centauri. Alpha Centauri. So. Perfekt. Ja, dieses Schiff, Schiffstatus, reparieren. Okay, das wird repariert. Dann tanken wir es noch auf. Und dann ab zur Weltkarte. Ja, super, jetzt haben wir schon so viele Schiffe. Warte mal, nein, 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 das brauchen wir nicht. Die Proxima. Auftragsliste, so zuerst, nein, nein, zuerst Schiff verbessern. Tak, tak, tak. Dass die alles fahren kann und am besten funktioniert. So, brauchen wir noch irgendwas, das dauert jetzt eher 18 Tage zur Weltkarte, dann die Alpha Centauri zum Hafen, Schiff verbessern. Das verbessern wir auch komplett. Das dauert auch seine 18 Tage dann. Das hat jetzt, das ist die eine Panamax, was wir haben, die macht Frachtdämpfung. Ich finde, das ist am besten, obwohl wir haben von den anderen Zeugen eigentlich am wenigsten. So, die sind jetzt in Reparatur. Was macht die da? Zum Hafen schauen wir mal. Die ist in 0 Tagen bereit. Passt, die ist bereit. Schauen wir mal, wo die hin kann. Die da runterfahren. Die könnte nach Auckland fahren. Schauen wir mal, ob es nach Auckland irgendeinen Auftrag hat. Nein, nicht direkt nach Auckland, aber zumindest in die Nähe. Dann fahren wir zuerst dahin. Die schauen wir mal auch an. Die steht nämlich auch nur herum. Können wir mit der auch da hinunter? Ja. Dann schaut die auch, dass die mal einen Auftrag bekommt nach. Da waren wir gleich auch noch nicht. Ah, okay, das ist gar nicht Australien. Ah, das ist Kram. Okay. Auf das habe ich gar nicht geschaut. Ist wurscht. Ist aber auch nicht schlecht, weil da unten waren wir eh noch nicht. Und uns fehlt ja eh noch ein Hafen. Holz zum Hafen. So. Du wirst einmal repariert. 8 Tage, perfekt. So, schauen wir den nächsten. Die eine ist repariert, das habe ich jetzt nicht gesehen, welche. Das ist natürlich ganz geil. Zum Hafen. Zack. Reparieren. So, in zum Hafen, Auftragsliste, aber ich glaube, der wird hier nach Auckland, perfekt. Ablegen, Auckland. Ablegen. Nach Auckland ablegen. Auftragsliste. So, und wieso, wo stehst du jetzt herum? Auch ein Film, okay, dann ablegen nach Auckland. So, jetzt stehen da, sind da drei unterwegs. Was ist mit der? Die ist noch 6 Tage. Ja, machen wir zuerst einmal die eine, da in Lima, zum Hafen. Volltanken und du wirst repariert. So, die habe ich überprüft.
die ist in Lima, die habe ich auch gerade, die habe ich gerade erst reingeschickt. Die steht in Stockholm, braucht noch 2 Tage, passt. 1, 2, 3. So, jetzt sollten die soweit sein. Nach Salal. Da könnte ich aber 18 Millionen nach Sydney. Bist wahnsinnig. Mit der Kleinen wird er schon heftig. Aber Honolulu habe ich noch nicht, deswegen fahren wir nach Honolulu. Ich will einfach die Gebiete freischalten. So, das geht sich nicht aus. So, ablegen. Und die Alpha Centauri, da kann ich jetzt auch in den Hafen gehen. Oh, die braucht noch 4 Tage. 2, 3, 4. Na, eine noch. So, die in Halifax zum Hafen. Auftragsliste. Ja, abarbeiten, 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 abarbeiten. Danke. So, wo war ich noch nicht? Vladivostok war ich schon. 28 Millionen nach Auckland. Wir müssen eh nach Auckland. Maximale Geschwindigkeit, wie schaut das aus? Geht sich nicht aus? Ablegen. Einmal noch zurück, perfekt. In Auckland mit Schlepperhilfe zum Hafen. Und in Auckland müssen wir nach Jebalil, 8,9, 9,3. Können wir vielleicht da noch was? Was ist, wenn wir die 2, 6, 8er? Schaut gut aus. Dann ablegen, maximal auftanken und einmal zurück. Die ist auch in Auckland. Auftragsliste nach Jebalil, schauen wir mal. Ich soll in Jebel Ali. Ich spreche das alles falsch immer aus. Es tut mir eh leid, aber 5,7, warte mal, 5,1, vielleicht geht der. Nehmen wir die 2 größten natürlich. Auftanken. Und Abmarsch. So, irgendwelche sind fertig. Schauen wir mal zum Hafen. Der wirft. Na, der. Also, der braucht 16 Tage, okay. Blauer Zwerg, Lima, New York, schauen wir mal. Die wäre fertig. Die fahrt nach LA weiter. Wo steht sie in New York? Naja, dann. Busan wäre noch. Na, Busan ist nicht am Weg. Ist irgendwas am Weg. 5 Millionen, die nehmen wir noch mit. Das war's dann. Ablegen. Zuerst nach Cologne. Mars in Lima ist fertig. Zum Hafen. Auftragsliste. Fahren wir nach Melbourne. Dann schauen wir, ob wir mit dem Schiff hier nachher da auf die Insel auch kommen. Ablegen. Der ist in 12 Tagen bereit. Irgendwas ist zum Anlegen in Auckland. So, Auckland. Auftragsliste nach 9,3. Können wir 7,2 und noch irgendwas? Na. Dann die 9,3. Ablegen nach Jebalil. Jebel Ali natürlich. So. Zum Hafen. Der fährt nach LA nämlich weiter. New York. Vancouver wäre interessant. Ablegen. Zuerst nach LA. So, jetzt muss aber irgendein Schiff, das nach Honolulu ist gerade unterwegs. Das ist nämlich unser letztes, was wir noch nicht haben. So. In LA. Passt. Auftragsliste, der fährt nahe weiter nach Vancouver. Und von dort nach 20 Millionen. Ja. Nach Vancouver. Boah, 191 Millionen nimmt sich die einfach. Ich hasse sie. Zum Hafen. So. Wie viel fehlt denn da jetzt noch? Da kommen jetzt 3 Schiffe, glaube ich, noch an. Das könnte sich fast schon ausgehen. Aber wir werden schauen, dass wir noch mal runterkommen. Nach Melbourne. So. Können wir da schneller fahren? So, ein bisschen zumindest. In Vancouver ist in Ordnung. So, der fährt weiter nach
Australien auch. Dann nimm das radioaktive Zeugs mit. So, was ist jetzt sinnvoller? Zuerst Melbourne natürlich. Was, Chef, unser ja, Hubschrauber schicken natürlich, ist mir ja egal, was das kostet. Okay, der blaue Zwerg steht bereit. So, warte mal, blaue Zwerg steht bereit. Auftragsliste. So, wir wollen nach, keine Ahnung, St. Petersburg werden. Wo sind wir überhaupt? Wir sind in Lima, da unten. 13 Millionen noch. Wir könnten nach Valencia noch das vorfahren. Das auch noch mitnehmen, weil wenn wir schon falsche Ware mitnehmen, dann ist ja egal schon. So, Melbourne, perfekt. Zum Hafen, hatte noch was drauf. Und schauen wir, ob wir darüber können. Hafen zu klein, ist in Ordnung. 13 Millionen nach LA, 22 nach Felixstowe, 29. Ja, das machen wir. Und ab nach St. Petersburg. Wir haben wieder alle Schiffe unter Fahrt. Okay, das ist auch erledigt. Georgia Boards. Raubkopieren. Ja. Du fährst nämlich nachher weiter nach Valencia und dann nach Port Said. Felix, da oben auch am Weg noch. Dann haben wir zumindest ein bisschen was Legales. Zuerst darauf. Befehle, ja, das tun wir zahlen, die 9 Millionen, das ist nicht so viel. Und wir wollen zuerst anlegen, ja, ist egal wo. Da, einmal zum Hafen, in Richtung Melbourne hinunter. Melbourne, zack, auftanken. Maximale Geschwindigkeit geht. So, zum Hafen. Auftragsliste auch in Richtung Melbourne hinunter. Passt. Ablegen. Und in Melbourne ist da jetzt noch wer. Jetzt schauen wir, ob wir den rüberbringen. Nein, da ist der Hafen zu klein, das war mir fast klar. Der muss eh noch weiter. Na passt, dann fahr mal weiter. Felix da, perfekt, zum Hafen. Der fährt nach Valencia nämlich weiter. Will eh nichts mitnehmen, dann ab nach Valencia. Der ist einmal interessant. So, was haben wir da? 3 Millionen, 10 Millionen nach Valencia und Hamburg. Okay. Ja, dann fahr nach Valencia halt. Ist ja nicht so schlimm, wenn einmal für 10 Millionen irgendwo hinfährt. Aber wir haben schon 600 Millionen gehabt. Ich weiß gar nicht, wo das Geld jetzt hingegangen ist. In Auckland will die anlegen, das ist gut so. So, nein, nix Schiffe kaufen. Achso, wir haben ja wieder welche gekauft auch. Stimmt. So, noch Chebal. Ali. Voll. Ablegen. Ah. Das ist der falsche, der und der. Zack. Ablegen. So. Ich glaube, das war es eh nachher bald schon. Warte mal, wir haben da jetzt noch eine geschickt. Ja, das geht sich aus. So, das bedeutet, wir müssen nimmer nach dort runter, sondern wir können jetzt herumfahren, wo wir wollen. Nach Santos wären einfach 10 Millionen circa. Liegt da was am Weg noch? Kapstadt könnten wir noch mitnehmen. So, danke. Maximale Geschwindigkeit auf nach Kapstadt. Valencia. Der will weiter nach Port Said. Nach Lagos. Wir fahren jetzt nach Lagos. Das ist ganz wichtig. Ablegen. Zuerst nach Lagos. Und dann nach Port Said. Ich will da jetzt den Hafen haben. So. Das sind wie viel Dollars? 15.000 Dollars. Ja, nehmen wir mal an. Perfekt. So, und jetzt in Lagos einfach rein. Endlich, wir sind der Magnat. Das nehmen wir natürlich gleich mal an und hören uns mal an, was er zu sagen hat, unser lieber Firmenberater, der Patrick.
Chef, Sie sind jetzt einen weiten Weg gegangen. Das bewundere ich. Und auch viele andere. Um zu beweisen, dass Sie aber nicht völlig abgehoben sind, sollten Sie demonstrieren, dass Sie es immer noch drauf haben. Nehmen Sie 10 manuelle Anlege- und Ablegemanöver vor. Das bedeutet, ihr könnt euch jetzt freuen, dass wir wieder manuell was machen. Aus welchem Hafen oder in welchem Hafen ist dabei egal, aber es muss mit jeder Schiffsklasse jeweils zweimal sein. Das bedeutet mit jedem Schiffsklasse zweimal. Schließlich wäre es ja zu einfach, dieses nur mit den Fiedern zu machen, oder? Das kann ja jeder. Okay, das ist unsere nächste Aufgabe. Das klingt interessant. Und die werden wir sich anschauen. Aber erst im nächsten Part. Und ich hoffe, es gefällt euch. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dann. Tschüss.